Nach dem Feuerwerk wird es international. Geboren in Ulm, aufgewachsen in Madrid, ein Studium in Köln und jetzt die bayerische Provinz. Neben seinem Beruf und seiner Tätigkeit als politischer Geschäftsführer in Bayern beantwortet er auch noch die Presseanfragen im Bund. Der Mann, der niemals schläft, Alex Lessmann. Manel, man sieht doch, dass ich meinen Schönheitsschlaf bekomme, oder? Ein offener Brief an den einzigen und echten Retter Deutschlands. Sehr geehrter, sehr geehrter Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob Philipp Franz Josef Silvester Freiherr von und zu Gutenberg. Mit Freudentränen lese ich, dass Sie, Karl der Große, uns arme Würmer, arme verlorene Seelen in Europa und in Ihrem Deutschland und in Ihrem Bayern endlich wieder beglücken. Sie haben ja unserem geliebten Anführer Seehofer von Gottes Gnaden einen Korb gegeben. Ihm, der Sie nur an seiner Seite haben wollte, womöglich zu seiner Rechten. Wie könnte Seehofer, unser kommissarischer Wulf, denn anders wollen, als Sie in seine Nähe zu holen? Sie sind doch ein glorreiches Beispiel für Deutschland. Unser Bundespräsident, Ex-Bundespräsident, übernahm Ihre Salamitaktik und gab nur das Preis, was nicht mehr zu leugnen war. So wie Sie damals. Vielleicht sollten Sie bei den Salamitaktik promovieren. Geliebter Dr. A.D., geliebter Dr. A.D., mit Ihnen als Kanzler hätten wir keinen korrupten Ex-Präsidenten. Wissen Sie was? Sie wären der Einzige, der als Nachfolger für das Amt des Präsidenten taugen würde. Sie würden von vornherein auf Ihre Rente verzichten, weil Sie mehr Geld haben als eine betrügerische Doktorarbeit Disketten braucht. Deswegen müssten Sie nicht so lange am Stuhl kleben wie Herr Wulff, auch so ein AD. Oder Herr Sauerland, noch einer AD. Denn die Rente so außerordentlich wichtig ist, weil Sie sonst nichts gelernt haben. Dasselbe Problem hat ja die FDP-Riege an der Macht. Die FDP-Riege in der Macht. Wo war ich? Ja. Also, Sie als Präsident, so schön, so modern, mit Ihrer artigen, adretten, quitschfidelen, blonden Frau, wären das perfekte Beispiel dafür, dass wir Deutsche immer noch die Herren sein könnten. Sie mit Ihrem ideologischen Katalog von 1871. Mit Ihnen gäbe es noch mehr Industriebarone, Polizei, Beamte und Politiker, die nichts können, aber alles dürfen. Mit Ihnen würden Adlige und ihre Hobbys den politischen Diskurs endlich wieder beherrschen. Herr Ex-Doktor, Ex-Minister, Ex-Reichskanzlerkandidat von und zu Gutenberg. Mit Ihnen gäbe es keine Frage, wieso unsere Truppen im Ausland sind, und die Antwort gäbe keinen Grund, vom Amt des Präsidenten zurückzutreten. Sie haben ja klargemacht, in Ihrer allzu kurzen Zeit als Bundesminister der Verteidigung, dass unsere tapferen Soldaten dafür da sind, wirtschaftliche Interessen auch militärisch abzusichern, Mr. Karl to go. Sie wären also wieder mal ein Kreuzretter der Märkte. Die Märkte, die einzig wichtige Macht in unserem Lande. Sie als Präsident der Herzen würden dafür sorgen, dass wir wieder Raum im Nahen Osten bekämen.
Wenn diese verdammten Ausländer gegen unsere wirtschaftlichen Interessen verstießen, Mai, dann würden wir ihnen einfach noch mehr Truppen an den Hals jagen. Schließlich geht es hier um das Vaterland. Also unser Vaterland. Anderer Leute Vaterland kann uns gestohlen bleiben. Beziehungsweise wir sehen zu, dass wir alles stehlen, was denen wertvoll ist. Aus deren Väterländer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Lieber Baron von... Lieber Freiherr von und zu Gutenberg, Sie würden nicht den Fehler Westerwelles wiederholen, nicht in Libyen helfen zu wollen. Schließlich gibt es da Gas. Sie würden uns mit Ihrer Ideologie aber davor retten, etwas gegen das unmenschliche Gemetzel in Syrien zu tun. Schließlich gibt es in Syrien nichts zu holen. Sie würden genüsslich unsere Truppen überall dorthin schicken, wo es was zu holen gibt. 3, 2, 1, Mainz, Hellsbells Frau Locken, made in Germany. Doch vorerst sind Sie Berater von Frau Kröß in der EU. Unentgeltlich natürlich, für Geld macht es ja der Pöbel. Sie werden sicher die Expertise Ihrer Burgfrau als Jägerin alles Bösen im Internet zu Rate ziehen. Mit dem Wissen und Können von Ihnen beiden werden Sie sicher herausfinden, wo man das Internet ein- und wieder ausschaltet. Immerhin haben Sie schon mehr über den Zeitgeist kapiert als Minister Friedrich, diesen geistig optimierungsfähigen Innenminister, dem schon wohl ein Faxgerät Angst einjagt. Teuflisches modernes Zeugsel. Herr Minister Friedrich, für den das Grundgesetz eine Gruselgeschichte für Halloween und Nächte ums Lagerfeuer ist. Herr Gutenberg, Sie Träger des Salami-Ordens, Sie bräuchten keinen Staatstrojaner. Sie müssten nicht jeden dahergelaufenen Kleinkriminellen hinterherschnüffeln. Jeder aufrechte Deutsche würde Ihnen seine tiefsten Geheimnisse verraten. So würden Sie umgehend Deutschland retten. Liebster Theo, darf ich Theo sagen? Ich bin gerührt, dass Sie das Beste für Deutschland und für Bayern wollen. Ich fühle mit Ihnen, dass dafür sehr harte Opfer in Kauf genommen werden müssen. KT, tun Sie das einzig Richtige für Bayern, für Deutschland, für Europa. Bleiben Sie bitte noch sehr, sehr lange in Amerika.